Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Ich hoffe, ihr seid gut drauf. Ich bin natürlich wieder ein sehr, sehr gut gelaunter junger Mann. Freunde, aber ganz wichtig, wir sind kurz vor den 10.000 Followern auf Instagram. Ich weiß, ich sage es ein bisschen öfter, aber falls ihr noch nicht gefolgt habt, ich würde mich wirklich, wirklich, wirklich freuen, wenn ihr mir jetzt ganz kurz auf Instagram folgen würdet. Freunde, Link dazu ist natürlich ganz oben in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar, Leute, ja. Also, wenn ihr Lust habt, lasst gerne ein Follow da. Flo der Flo auf Instagram. Ich würde mich sehr freuen. Ihr könnt mir da auch alle möglichen Fragen stellen. Ich versuche, so viel wie möglich von euch zu antworten. Danke sehr. Freunde, jetzt haben wir natürlich wieder ein wunderbares Video hier vom lieben Rezo und Ju zusammen. Dauerlochflash bei der Lügen-Challenge. Die Challenge funktioniert so, wie ich weiß. In der Mitte ist eine Wand. Links hat einer einen Gegenstand und muss den Gegenstand beschreiben. Der andere muss sagen, hey, sagt er die Wahrheit oder hey, lügt er gerade? Recht bekanntes Spiel, recht cooles Spiel. Ich freue mich sehr drauf, Leute. Link zum Original ist in der Beschreibung. Wir schauen rein. Let's go. Habe ich halt die eingestellt? So. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier auf diesem wunderbaren Zweitkanal. Rezo. Hallo, Lay. Wir spielen heute was ganz Besonderes. Nämlich ist hier sozusagen eine Wand. Das ist eigentlich ein Bild. Und das steht hier. Das heißt, ich kann nicht sehen. Was macht Ju die ganze Zeit mit seinem Gesicht, Alter? Was hier ist und Ju kann nicht sehen, was hier ist. Der TJ gibt uns jetzt gleich Gegenstände. Die haben wir beide noch nicht gesehen. Diesmal ist es ein bisschen spannender. Und okay. Ich muss dann beschreiben, was für einen Gegenstand ich hier habe. Ich kann mich aber auch entscheiden, dass ich lüge. Und irgendwas anderes beschreiben, was Lügner, ganz Alter. Ist. Aber das und Ju niemals muss dann erraten, niemals. Ob ich ihn anlüge. Und andersrum auch. Das ist das Spielprinzip und der Gast fängt an. Okay. Gast ist King. Dann mache ich die Augen. Aber ich hab Bock, Alter. Gegenstände, du hast aber auch Lügen auf Zettel geschrieben. Genau. So als Hilfe. Das heißt, du musst dir keine eigenen Lügen ausdenken, wenn du null Kredit hast. TJ übernimmt jegliche Arbeit von dir, auch die geistige Arbeit. Ja. Wir fangen mal mit was Lustigem an. Freilich. Okay. Warte, einmal in die Kamera halten. Okay. Okay. What the fuck? Okay. Hä? TJ, Alter. Okay, ich frage gar nicht nach, was TJ sich gedacht hat. Ich sehe, lecker, lecker, Eis, rot, rotes Eis. Was? Also vor dir liegt Eis. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich sehe es. Du siehst Eis, rot, lecker, lecker. Ey, ja. Ich habe auch noch einen Sprachfehler. Und der ist ein bisschen sehr schwer. Was ist jetzt vor dir? Also, ich sehe lecker, lecker, rotes Eis. Also, ja, das sind true, Worte, die true. Da stehen? Weiß ich nicht. Ja, frage dich, du musst beantworten. Ich sehe aber auch eine Weihnachtsmütze. Auch rot. Nicht lecker, lecker. Was? Nippel dich auch. Was? Sehe ich doch nicht. Was? Sehe ich nicht, weil die sind verdeckt. Mit Fingern. Du musst schon die Wahrheit sagen. Also ich beschreibe nur ganz klar, was ich ja sehe. Okay. Ich sehe eine Brille. Ey, stopp. ich darf das bestimmt nie wieder spielen jetzt. Was ist da? Ist da eine Puppe? Nee. Ju nutzt die Regeln so ein bisschen aus, aber es ist lustig. Nö. Es ist ein Bild. Ja. Okay, ja, es ist wahr. Okay, es ist ein Bild. Es ist ein Bild. Boah, nee, es ist falsch. Es sind zwei Bilder. Oh mein Gott. Auf dem einen Bild ist was drauf? Weihnachtsmütze, Nippel, aber gekniffen. Er twistet seine Nippel? Ja. Oha. Und genießt es. Ey, was laberst du? Er genießt es wirklich. Er sagt okay, die Wahrheit. Er sagt die Wahrheit. Sie leckt an einem roten Eis, eine alte Frau, hat eine Brille an, guckt sehr ernst dabei. Schwarzer Hintergrund. Ey, das ist so absurd. Ich das kann mir nicht muss. Vorstellen, dass du dir so absurde ja, Sachen gerade ausgedacht hast. Ja. Deswegen sage ich, du sagst die Wahrheit. Und damit hast du gewonnen, oder was? Alter, wer hat sowas? Ich! TJ. Aus irgendwelchen Gründen TJ. Alter! Wer hat denn sowas? Okay, jetzt guckst du weg. Boah, das ist eine schwere Sache. Die hau ich hier mal. What the fuck? Ist da oben ein Fidget Spinner? Ist da ein Fidget Spinner mit Tape draufgeklebt? Da ist ein Fidget Spinner mit Tape draufgeklebt, Freunde. Okay. Bevor das Video weitergeht, erst einmal großes, großes Dankeschön an den heutigen Sponsor vom Video, Freunde, und zwar Monster Hunter. Monster Hunter World ist jetzt in der Iceborne Master Edition für PS4 und Xbox One draußen, Freunde. Und ich habe mich tatsächlich sehr gefreut. Ich habe jetzt hier noch einmal eine Edition zugeschickt bekommen. Ich habe tatsächlich die Iceborne Edition schon ein bisschen gespielt. Und ich muss sagen, ich bin kompletter Neueinsteiger bei Monster Hunter. Man hat zwar mal was gesehen, aber ich habe mich nie wirklich rangetraut. Und hatte jetzt ein bisschen Angst, dass es für mich als Neueinsteiger nicht so gut klappt. Aber ich bin sehr gut klargekommen, muss ich sagen. Ich hatte extrem großen Spaß. Ich habe nicht so viel gezockt, aber ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen. Bedeutet, ich für meinen Teil kann sagen, als Neueinsteiger lohnt es sich. Aber ich denke auch, die Fans werden einfach
der Serie werden damit auch gut klarkommen, dass hier neuer Stuff wieder dabei ist. Ist natürlich cool. Und ja, deswegen großes Dankeschön an Monster Hunter, Freunde. Checkt auf jeden Fall nochmal meinen Instagram-Account aus. Da habe ich auch noch ein bisschen Gameplay-Material mehr zur Verfügung gestellt. Und dann könnt ihr euch da mal ein bisschen informieren, Freunde. Ich kann es empfehlen, wenn ihr es euch holen wollt. Ist ein schönes Spiel. Ich schaue mal, vielleicht verlose ich sogar noch diese original verpackte Version. Ich schaue mal, Freunde. Es wird vielleicht die Tage noch ein Instagram-Gewinnspiel geben. Wäre vielleicht ganz cool. Auf jeden Fall ab jetzt im Handel, Freunde. Monster Hunter World Iceborne Master Edition für PS4 und Xbox One. Und ja, check gerne mal den Link in der Beschreibung, da kommt ihr noch zu ein paar weiteren Informationen. Ansonsten würde ich sagen, war's das an dieser Stelle, Freunde, mit den Infos hier. Das richtige Video geht weiter. Dankeschön, Monster Hunter. Wir sehen uns. Ciao. Auf den Tisch. Oh, das war aber schwer. Vor mir ist ein Kopf. Ist es eine Puppe? Was zum Spielen? Was zum Anfassen? Das alles ist was zum Anfassen. Ja, kann ja auch rein seelisch sein. True. Ich hab rein seelisch einen Kopf vor mir. Ja. Das ist jedenfalls ein Kopf und ein Fidget Spinner ist auf dem Kopf. Hast du noch? Entweder ist es zusammengebastelt von TJ, aber es klingt mir nicht nach etwas, was... Ja, hast du Fragen? Nee, kannst achso, soll ich fragen? Okay, okay. Wie alt ist dieser Kopf? Wie alt die Person ist sozusagen? Ich würde schätzen, diese Person ist gute 24 Jahre alt. Sie hat jetzt keine nennenswerten Falten, deswegen würde ich sagen, die Person ist schon, also vielleicht 20, keine Ahnung. Das, ich kenne die Person nicht. Das scheint mir gerade irgendwie nicht so ganz wahr zu sein. Hä, wieso? Ich habe doch nur gesagt, dass die Person keine Falten hat. Ja, aber der Fidget Spinner auf dem Kopf macht doch gar keinen Sinn. Das ist ein Fidget Spinner auf dem Kopf. Nee, das kann nicht sein. Ist das deine Antwort? Meine Antwort ist, du lügst! Sieger! Hä? Der dreht sich sogar! Oha! Das ist so absurd! Das ist so absurd! Alter, perfekte Gegenstände-Titel! Ich mein. Ich bin dann mal weg. Wie geil, hä? Warum hast du sowas? Ey Leute, ich werde dieses Spiel irgendwann auch mal spielen. Ich habe da tatsächlich schon überlegt, ich werde es bald aufnehmen mit einem Kollegen von mir. Und dann so ein ähnliches Spiel. Nicht das, genau das gleiche, aber auch, wo man gucken muss, ob man lügt oder nicht. Wird sehr lustig. Das weiß ich auch nicht. Ja, da kommen auch gleich Sachen, wo ich mich auch frage, wieso habe ich sowas? Ach, da fragst du dich so. Das noch nicht? Oha. Stell die Szene vor, einfach so. Hä, ich würde mir sowas aber kaufen. Das ist voll geil irgendwie. Was fehlt dir noch? Was fehlt dir? Gaffer, ne? Einmal rennst du weggucken. Ich guck weg. Okay. La, 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 la. Okay. Okay. Ich bin auf dem ready, Hammer ja. Steht. Ah, auf dem Hammer steht die Lüge. Ah. Ah, alright. Okay. Das ist quasi ein Auto. Hallo. Ein alter Golf. Okay, es ist ein alter Golf. Ist ein Spielzeugauto. Ja, Außenspiegel, Türrahmen sind silber, dunkelgrün. Naja, er beschreibt zu genau auf einmal. Ich glaube, Rezo merkt, dass es eine Lüge ist, weil er zu genau auf einmal beschreibt. Ein Spielzeugauto. Ja, nicht ganz. Wie nicht ganz? Ja, das ist noch nicht das Richtige. Also du könntest mit dem Auto jetzt, du könntest es so nehmen und so rumfahren. Das könnte ich machen, ja. Und warum ist es dann kein Spielzeugauto? Ja, das kann ich dir schwierig. Ja, kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Ach, es ist ein Modellauto. Ja. Das war jetzt der Punkt. Halb richtig. Und sitzt da jemand drin? Nee, ist leer. Welche Farbe? Das ist dunkelgrün, so die Türkanten, so silber, chrom. Eigentlich klingt es so, als würde es jetzt gerade vor dir liegen. Aber wer sagt dunkelgrün? Wer sagt... Oh, true. Keiner sagt, ja, es ist so dunkelgrün. Man sagt immer, ja, es ist grün. Guter Punkt. Detektiv Rezo hat mal wieder den Fall gelöst. Also, du hast zweimal jetzt dunkelgrün gesagt. Dann habe ich nochmal gefragt und dann hast du nochmal dunkelgrün gesagt. Also was jetzt? Boah, das ist schwierig. Du hast es sehr gut beschrieben. Ich sage, du sagst die Wahrheit, weil ich es glaube. Und was war jetzt das, weshalb es kein Spielzeug ist? Ja, was ein Hammer ist, Alter. Aber wenn du ihn lügst, dann kannst du auch sagen, es ist ein Spielzeug. Ich bin nicht gut im Lügen. Ja, ich wollte dich nicht komplett anlügen. Weil es ein Hammer ist. Ein Hammer. Das war süß. Bei dem Dunkelgrün hattest du mich. Ich dachte, okay. Du musst weggucken. Mal zeigen. Okay, ich zeige. Was sehen Sie? Der Wendler. Ich liebe den Wendler, Freunde. Herr Renzo. Es ist eine Kombination. Der eine Gegenstand ist eine Maske und der andere Gegenstand ist eine... Maske. Pistole? Klebepistole. Wenn es eine Pistole oder Klebepistole ist, hast du dafür sehr viel gezögert jetzt gerade. Ich wusste nicht genau, was du abgelesen. Okay, was siehst du noch? Du siehst eine Klebepistole und eine Maske. Was ist das für eine Maske? Welche Farbe hat die denn? Es ist halt ein Gesicht auf der Maske. Also es hat nicht nur eine Farbe. Aha, okay. Eine Klebepistole ist das. Welche Farbe hat die? Die ist schwarz. Aber die hat orangene Elemente. Und eine Patrone drin?
Das muss ich gucken. Das würde man nämlich sehen. Keine Patrone drin. Also es gibt Klebereste. Ich glaube, dass es eine Lüge ist. Warum? Weil du vielleicht auch so ein Zettel... Warum? ...Bisschen nah vor dir hast. Aber vielleicht... Und du jetzt gerade gesagt, das Zettel... Vielleicht ist die Maske ja auch aus Papier. Ist sie? Ja. Ich glaube einfach nicht. Hä? Ja, doch. Glaubst du nicht? Ich glaube dir nicht. Shit. Ist das der Wendler? Ja. Ist das? Ich war mir nicht sicher. Ich wollte. Geil, Mann. Wendler. Übrigens, Props für das Shirt von Rezo. Sieht voll geil aus, das Shirt von Rezo. Bin ich der voll Wendler geil. Und der die Frage, wieso habe ich den Wendler zu Hause? Ja. Cool, Mann, ich bin scheiße in diesem Game. Ey, das ist aber ein geiles Spiel, Mann. Ich freue mich echt, das mit meinen Freunden zu spielen. Das wird richtig lustig, glaube ich. Das ist eine ehrliche Haut, so. Das ist so dein Ding. Das wird echt lustig, Leute. Okay, ich guck wieder weg. Chill doch mal. Ist das eine Popcornmaschine oder? Nee, das ist so eine. Wie heißt das? Zuckerwatte. Ist das eine Zuckerwattemaschine? Ich glaube schon. Ich sehe auf jeden Fall den Text. Rezo war hier und zwei Handys. Was? Also vor dir liegen zwei Handys, zwei Smartphones. Das ist richtig. Ah. Wo steht der Text Rezo war hier? In der Innenseite. Von was? Von einer schüsselartigen Maschine. Was? Du hast eine schüsselartige Maschine. Ja. Und in der Schüssel steht Rezo war hier. Richtig. Okay. Auf einem Zettel? Nee. Oder in der Innenseite von genau, der Schüssel? Richtig, ja. Wie groß ist die Schüssel? Ist sie irgendwie so groß? Ja, es haut hin, ja. Aber es ist eine Maschine, eine schüsselartige Maschine. Und wo sind die Handys? Sind die auch in der Schüssel? Das ist richtig. Niemand spricht doch so. Richtig. Vor allem, du hast am Anfang nur so nach vorne gestarrt. Ja. So bei den ersten Sätzen hast du so hier hingestarrt. So, das macht doch keiner. So verhält sich doch kein Mensch. Was ist denn das für eine Maschine? Ist das ein Mixer oder so? Ja. Ey, ich sag nur nichts. So gut. Was? Rezo war hier? Hier steht's. Das sind zwei Handys. Hast du es gerade da reingeschrieben? Vielleicht. Lol. Ey, krass. So gut. Aber immer noch 3-0 für Meidi. By the way, Leute, seht ihr, wo ich hier gerade so nach unten gucke? Seht ihr? Ich muss sagen, die Cap sieht echt geil aus. Seht ihr diese Kappe hier? Und TJ, komm doch mal ins Bild. So eine Kappe, seht ihr das? Wisst ihr, was ihr da drauf seht? Ja, wisst ihr, seht ihr. Die sind jetzt in meinem Shop. Hashtag Werbung. Lol. Und wenn man, jetzt was in meinem Shop, ich bin so schlecht was im Businessman sein. Das heißt, dieses Wackelbild hier, ihr seht das, da ist ein kleines Rezo-Männchen drauf und es macht diesen Move. Jedenfalls gibt es das jetzt für die nächsten zwei Wochen, hat TJ gerade bestimmt. Bei jeder Bestellung im Shop über 10 Euro. Keine Ahnung. Ey. So haben wir jetzt bestimmt. So cool. Weiter geht's. Nexus. Das ist echt cool. Spannend. Denkst du noch nach, wie du deine Lüge verpacken möchtest? Ja. Ich denke darüber nach, wie ich anfangen soll. Also vor was mir ist das? Liegt was ist ein das? Foto. Hast okay. du Fragen dazu? Nö. Soll ich weiter... Ey, Ju ist einfach so natural lustig. Das habe ich auch gemerkt, als ich bei ihm war. Er ist einfach natural lustig. Ich weiß nicht, ob er es merkt, dass er gerade absolut lustig ist oder weirde Sachen macht. Aber Ju ist einfach immer natural lustig, ob er einen Joke machen will oder nicht. Nö, ich glaub dir. Ja, du glaubst ja. mir. Einfach nur so jetzt. Ja? 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 Einfach so. Darf ich noch weiter erzählen? Nee. Okay. Das stimmt leider nicht. Was? Ich dachte echt, das ist so ein Foto in so einem... Dings, wer heißt das? Fotorahmen. Ja, das war ein schweres Wort für mich. Was ist das denn? Ja, du jetzt noch ein neues Bild. Ich wollte eigentlich was ganz anderes beschreiben, aber du hast mir gar nicht die Möglichkeit gegeben. Ich dachte, eine andere Art von Psychologie. Ich wollte eigentlich sagen, es ist ein Polaroid. Auf dem Polaroid sind Kevin Wolter, TJ und Ju. Und alle zeigen richtig asozial den Mittelfinger in die Kamera. Das war wohl bei einem Dreh in seiner Wohnung. Aber ich bin nicht weitergekommen als Foto. Ich hab's mal ausprobiert. Aber was ist das denn Geiles? Das sieht voll nice aus. Ey, das ist echt geil, so eine abgefahrene Landschaft, so. Okay. Okay, Ju. Es ist eine Espresso-Maschine. Ja. In klein. Du lügst. Sicher? Ja. Oha! Damn! Hä? Ich hab gerade gesehen, die Punkte von Ju werden gar nicht gezählt. Einfach mal raten! Oh Mann, ich fand die Idee von mir. Ich fand die auch gut. Also eigentlich steht auf dieser Lüge drauf, dass auf der Espressomaschine, auf der kleinen, draufsteht, den Kack muss ich seit anderthalb Jahren benutzen, weil Rezo mir
meine Maschine nicht zurückgibt. Ey, außerdem muss ich dazu sagen, na, aufklärerisch, jetzt? TJ hat freiwillig seine Kaffeemaschine... Von der erste Mal. Wir sind kurz vorm Ende. Wir gehen nochmal runter, geben ein Like und ihr gebt ein Like bei mir, Freunde. Ihr wisst das Spiel, ihr kennt das Spiel. Dankeschön, jetzt geht's weiter. Bei mir untergestellt, weil er einfach mehr bei mir ist als zu Hause. Weil ich Kaffee, weil das nennt man Freundschaft. Arbeite, trinken möchte. Nice, Alter. Nice. Das war doch ein spannendes Ding. Lass doch... Das war echt ganz geil. Like. Lasst mal ein Like da. Und Kommentar. Und Abo. Abonnement. Kappe. Shop. Shop. Flo. Das kann ich auch hier verlinken. Flo hier, Kappe Shop. Ansonsten Ju-Video. Kollam. Das ist jetzt hier im Bild, das lohnt sich sehr. Da haben wir mal wieder Stadtland Lachflash gespielt nach Ewigkeit. Echt? Das ist noch gar nicht online, Stadtland Lachflash. Das werden wir uns auch ansehen, Freunde. Ich habe absolut Bock. Das kommt wahrscheinlich morgen. Oh. Das ist sehr gelohnt. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Und liken nicht vergessen. Es kommt noch was zum Ende, Freunde. Es kommt noch was. Gast ist King. Okay, mehr wollte ich gar nicht, Freunde. Gut, das war's mit diesem wunderbaren Video, Freunde. Ich bin gespannt auf Stadtland Lachflash. Da werden wir wieder fleißig mitspielen. Und ich hoffe, dass es ein sehr unterhaltsames Video wird, Freunde. Falls ihr jetzt noch mehr sehen wollt, dann checkt einfach den Channel ab. Wir haben in letzter Zeit sehr, sehr viele Videos hochgeladen. Also habt ihr bestimmt das eine oder andere verpasst. Gönnt euch also einmal den Channel und schaut mal vorbei, ob ihr was verpasst habt. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Habt noch einen wunderschönen restlichen Sonntag kommt dieses Video. Oder Montag. Ich weiß es nicht genau. Es kommt wahrscheinlich Montag online. Also habt einen wunderschönen restlichen Montag. Genießt das Leben. Habt einen schönen Tag. Bleibt fresh so wie immer. Und ciao.